eine ereignisvolle Woche in Tarkov. BSG macht ein kleines Upsi, dann der große Patch, der Audio und unsichtbare PMCs fixen soll. Das und mehr in heutigen Tarkov News. Moin Leute, wieder mal Wochenende, entsprechend Uniform an und Muskelkarte des Todes. Kann meine Arme kaum bewegen. Ah, eine tolle Idee mit der Liegestütz-Challenge. An der Stelle, wessen Idee war das nochmal? Bitte doch mal in den Kommentaren melden für eine besondere Belohnung. Aber ja, zum Thema. BSG hat die vergangene Woche sämtliche Creator aus ihrer Followerliste rausgeschmissen. Wobei sämtliche ist nicht korrekt. Mehrheitlich Leute, die sie kritisiert haben. Ist ihr gutes Recht. Und wenn man das kombiniert mit der Änderung im Sherpa-Programm, wo nämlich auch viele Content-Creator rausgeflogen sind, ergibt sich ein bisschen der Eindruck, als möchte BSG eine gewisse Distanz aufbauen zu Content-Creatern. Kann gut sein, kann schlecht sein. Im Grunde gut, wenn sie ein gutes Analyseteam haben und sehen, was in ihrem Game gerade so abgeht. Nicht so gut, wenn sie das nicht haben. Aber ich kann es verstehen, weil es gibt schon viele Content-Creator, die echt beschissene Ideen haben oder beschissene Dinge haben möchten im Game, die das Game in Windeseile killen könnten. Also, ja, ich verstehe, dass man eine gewisse Distanz aufbauen will, aber auch hier die Kommunikation fehlt halt einfach ein bisschen. Aber vom einen auf den anderen Tag haben sie einfach alle rausgeschmissen und unfollowed. Warum nicht kurz kommunizieren, warum man diesen Schritt macht, oder? Dann zu dem Patch. Das größte Thema natürlich, was ihr bestimmt wissen wollt, ist Binaural Audio jetzt gut? Viele auf Twitter haben geschrieben, boah, jetzt, es ist Welten besser, es ist super. Und mit der Einstellung bin ich am Freitag auch rein in das Spiel, um das Ganze ein bisschen zu testen. Und ich merke nicht viel Unterschied. Also, keine Ahnung, ich habe es getestet. Ich habe nach wie vor Streifschüsse. Bei Schüssen, die nicht auf mich gehen. Ich höre Ghost Steps, also plötzlich einen Schritt irgendwie links von mir, wo aber kein Spieler ist. Ich höre andere Steps dafür gar nicht. Audio clippt, also ich höre, jemand voll Auto schießt, höre ich das so unterbrochen laufend. Irgendwelche Audiospuren gehen aber verloren. Also, ich kann es irgendwie nicht beurteilen. Für mich persönlich, ich bemerke da keinen großen Unterschied. Was ich aber sagen kann, die Performance, ein Boost ist besser. Also, man hat jetzt nicht länger irgendwie 20 FPS weniger, wenn man es benutzt. Immerhin ist mal ein Schritt in die richtige Richtung. Beim Rest, ihr dürft mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare packen. Vielleicht habe ich in letzter Zeit die falsche Musik gehört und meine Ohren ein bisschen traumatisiert. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Ich bemerke keinen Unterschied. Dann kamen auch ein paar sneaky Änderungen, die in den Patch Notes nicht erwähnt wurden. Backpacks haben jetzt auch Stats. Movement Speed einbußen, Ergonomik einbußen, was ja alles schön und gut ist im Grunde, aber eben auch Turning Speed. Was bedeutet das eigentlich? Viele Leute, glaube, wissen gar nicht, was es ist. Turning Speed im Grunde heißt, es beeinflusst eure Maus Sensitivity. Das ist alles. Also es verändert die Einstellung eurer Maus im Game. Und das finde ich halt einfach nicht gut. Also das heißt im Grunde, je mehr G anhabt, desto mehr müsst ihr die Maus bewegen, als hätte jemand eure Sense halt verändert. Das finde ich in einem Shooter halt einfach nicht gut. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ist realistisch. Aber Leute, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn ihr euch irgendwo sagt, ich will in die Ecke da gucken, ich sehe aus dem Augenwinkel, was da ist und zack. Ich bin genau drauf. Perfekter Flick in real life, weil man, ihr kennt euren Körper. Und auch wenn ich einen Rucksack und keine Ahnung was anhabe, ich weiß genau, wie viel ich drehen muss zu der Ecke. Also das Realismus-Argument für mich zieht einfach nicht. Und ich sehe hier auch ein bisschen ein Problem, wenn Tarkov dann Arena releasen möchte und mehr in die Competitive-Schiene gehen. Wie viele Competitive-Shooter kennt ihr, wo ihr eure Mouse-Sense jedes Mal ändern müsst, wenn ihr ein anderes Gearset oder eine andere Waffe spielt? Ich sehe da ein bisschen ein Problem mit der Sache, aber wir werden sehen, wenn Arena rauskommt, wie sie das Ganze handeln oder ob sie da eine super gute Idee haben. Dann etwas, was super ist, Restocks wurden erhöht, man kann jetzt deutlich mehr Dinge kaufen, heißt, man muss sich keinen Wecker mehr stellen, um gewisse Items zu kriegen, weil
alle Loot-Goblins da schon mal durchrasiert sind. Außerdem wurden Scavs angepasst. Stand auch nirgends in den Patch-Notes. Verstehe nicht ganz warum, aber da wurde definitiv was verändert. Sie sehen euch schneller, schießen dafür aber schlechter. Gibt Ausnahmen. Finde ich persönlich gut. Ich bin der Meinung, Scavs sollten nicht wirklich anspruchsvoller Gegner sein, sondern mehr ein Tool, um eure Position zu verraten. Heißt, wenn ihr halt von Scavs überrascht werdet, wird es laut, alle Spieler wissen, wo ihr seid, ihr verbraucht Ressourcen. Das ist in meinen Augen der richtige Einsatz von den Scavs. Aber auch da gehen Meinungen natürlich auseinander. Ich finde es gut. Dann wurden ein paar Icons angepasst. Das steht auch nirgends in den Patch Notes und ich weiß auch nicht warum. Ich meine, sieht ja schön aus, jetzt so ein Plexiglas oder so eine 366 AP, aber warum? Ist Nikita eines Morgens aufgestanden und fand, die Farbstufe in der 366 AP gefällt mir noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen kräftiger. We have happy accidents. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt neue Icons. Und dann der Rest, es wurde noch ein bisschen was zu einem neuen Boss und Lighthouse gemacht und da relativ viele Fixes. Wo ich mich halt frage, so Priorität, Lighthouse-Typ, es sind ein paar wenige Leute, die das erreichen, da so viele Ressourcen reinzustecken, aber vielleicht sind es kleine Dinge, keine Ahnung. Und zu guter Letzt natürlich, was relevant ist, die unsichtbaren PMCs. Und gewisse Ursachen wurden behoben, damit kam eine große neue. Man konnte nämlich einfach zwei Items ausrüsten und war unsichtbar. Das kam, glaube ich, in Hotfix jetzt raus, dass es behoben ist. Aber ja, die viele Ursachen sind jetzt behoben für dieses Problem. Aber es ist immer noch da. Und das ist halt schon heftig, wenn wir überlegen, dass jetzt dann 3 Monate Wipe sind. Und das besteht seit so lange. Also keine Ahnung, was da los ist. Aber also ob das irgendwie ein grundlegendes Engine-Problem ist und schwer zu fixen. Aber es ist schon heftig, dass wir so einen Game-Breaking-Bug im Game haben seit... Doch, ja. Ein bisschen was. Und zu guter Letzt, es gibt ein neues Grouping-System. Sieht relativ cool aus. Es vereinfacht, wie man in als Gruppe reinjoinen kann in die Raids. Finde ich eine gute Sache. Gibt zwar noch ein paar visuelle Bugs, aber das System an sich klingt auf jeden Fall gut. Also, alles in allem, ich sag dazu nichts. Ich lasse euch entscheiden, ob das jetzt ein Win ist oder nicht. Und zu guter Letzt, wir werden später ein bisschen The Forest spielen. Wenn ihr Bock habt im Stream, Link dazu in der Beschreibung. Und ansonsten, Leute, macht euch ein schönes Wochenende. Vielleicht die ersten Sonnenstrahlen. Haut da rein. Tschüssi.